Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von JazzBase TV Austria. Wir haben eine neue Sendung hier zu der ersten Online-Olympiade und Österreich ist heute eingestiegen und hatte den ersten Tag, den erwartet schweren Tag, Niki. Herzlich willkommen übrigens, Niki. Super, dass du die Sendung mit mir moderierst. Ja, ich freue mich sehr. Und wie der Harald schon gesagt hat, der heutige Tag war wirklich sehr schwer. Wir hatten drei starke Gegner und leider ist es auch nicht ganz so gut gelaufen heute. Oder Harald? Ja, ist nicht ganz so gut gelaufen. Gegen Israel hat es mit einer 4:2-Niederlage begonnen, aber Israel ist eigentlich ein ziemlicher Favorit in der Gruppe gewesen und wir waren knapp an einem 3:3 dran und wer weiß, vielleicht wäre das ganze Turnier dann anders gelaufen. Aber so ist es für die meisten Spieler nicht besonders toll gelaufen, außer für Lukas Handler, der ein wirklich hervorragendes Turnier gespielt hat. Schauen wir uns mal an, wie unser Team aufgestellt war. Bei den Frauen spielten wir mit Annika Fröbis, Julia Novkovic, Chiara Polterauer. Ja, und die Herren waren heute mit Georg Halwachs, Lukas Handler und Felix Bloberger vertreten. Und wie Harald schon gesagt hat, war Lukas Handler auch unser Topscorer heute, hat auch sehr starke Gegner geschlagen und 2 aus 3 Punkte gemacht. Und auch Felix hat, glaube ich, 50% Genau. gemacht, ist auch recht gut. Und 2 Gewinnpartien von Julia und Chiara werden wir heute noch sehen. Ja, schauen wir uns mal die Gegner und die Ergebnisse im Detail an. Los ging's mit dem Turnierfavoriten Israel und sie waren wirklich stark aufgestellt. Smirin 1, Napadi 2 und auch sehr starke Frauen. Wenn ihr euch die Elo-Zahl anschaut, lasst euch bitte nicht täuschen, denn Niki, das ist, denke ich, nicht die normale FIDE-Elo-Zahl, sondern. Richtig, genau, das ist die FIDE-Schnellschach-Elo-Zahl. Und für Leute, die halt wenig Schnellschachturniere spielen und vor allem keine internationalen, ist die Elo-Zahl nicht wirklich, entspricht die Elo-Zahl nicht wirklich der Realität und ist irgendwie zusammengewürfelt. Wie man zum Beispiel auf dem letzten Brett sieht, da haben wir 1708 Schnellschach-Elo, aber man sieht auch WFM, also es ist wirklich eine starke WFM über 2 ins Elo. Und davon darf man sich wirklich nicht täuschen lassen. Aber ja. Ja, und hier waren wir eigentlich relativ knapp an einem 3:3 dran, aber ist dann doch eine Niederlage geworden. Die erste Partie für uns Frauen, ich sag mal uns Frauen, die gewonnen wurde, hat Chiara Polterauer nach Hause gespielt. Wir sehen hier ein Bild von ihr von der Team-Europameisterschaft 2019, wo sie ein überragendes Turnier gespielt hat mit unserem tollen Team in Batumi. In der Runde 2 ging es dann gegen Lettland und Lettland habe ich beschrieben gestern in der Ankündigung als Gegner auf Augenhöhe, aber sie haben uns hier auch 4:2 erwischt. Ja, und auch wenn man sieht, 2 weibliche Großmeisterinnen dabei, also schon wirklich auch stark aufgestellt diesmal Lettland. Und ja, aber trotzdem wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Und in Runde 3 ging es dann gegen Moldawien. Moldawien mit zwei sehr, sehr starken Großmeistern auf Brett 1 und 2. Viktor Bologan, nicht nur sehr starker Großmeister, sondern auch hervorragender Buchautor, der ausgezeichnete Eröffnungsbücher herausgebracht hat. Auf Brett 2 Iordanescu. Und ja, alles andere als ein leichter Gegner. Und hier hat Julia einen sehr netten Kurzsieg eingefahren, mit dem wir dann, Niki, denke ich, auch gleich starten werden, oder? Starten wir doch sofort damit. Sofort. Na dann, Sofort. geht's schon los. Genau, und also Julia war schwarz, Entschuldigung, deswegen sehen wir es aus der schwarzen Sicht. Und es wurde B3 gespielt, E5, Läufer B2, D6, E3, Springer C6. Bis hierhin ist es ziemlich normal. Und hier hat Weiß Springer F3 gespielt. Der Zug ist schon eher untypisch, aber es gibt hier schon einige Züge für Weiß, also wie zum Beispiel D4, C4, Läufer B5. Das sind so die Hauptzüge in dieser Stellung. Aber gut, Springer F3 hat auch eine Idee, und zwar möchte es E4 provozieren. Und Ja, Julia hat sich provozieren lassen, oder? genau, Julia hat sich diese Chance sozusagen nicht entgangen, also ist nicht entgangen und spielt E4 hier. Wahrscheinlich sollte man aber. Oder etwas besser ist wahrscheinlich Springer F6. Auf jeden Fall solider, ja. Ja, und dann kann man mit E4 noch immer schauen. Aber gut, E4. Es folgt Springer D4.
Und man kann jetzt auch auf D4 nehmen, aber die Idee von der Julia war wahrscheinlich, Springer E5 zu spielen, also das hat sie auch gespielt und sozusagen dieses schöne Feld für den Springer gewonnen und vielleicht auch ein paar Drohungen aufstellen zu können. Ja, und hier hat Weiß auf E2 gespielt. Doch, ich denke, man sollte schon handeln mit dem Bauern auf E4 und F4 wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Und ja, Schwarz muss mehr oder weniger auf Passant nehmen. Und dann kommt Springer mal F3 und ich würde sagen, es ist eine durchaus solide Stellung und ganz normal. Bei Und steht ziemlich angenehm, denke ich. Ja. schon? Ja. Aber okay, eine Partie nach wie vor natürlich, ja. Ein für Schnellschach natürlich noch nichts entschieden. Und aber Weiß hat Läufer E2 gespielt, wie schon gesagt. Und ja, Läufer E2 möchte natürlich rauschieren, aber lässt den Bauern G2 fürs Erste ungedeckt. Julia spielt aber noch nicht sofort Dame G5, sondern zuerst A6. Die Idee ist wahrscheinlich, um so Ideen mit Springer B5 zu verhindern, wenn die Dame nach G5 geht und den Bauern C7 nicht mehr deckt. Ja, und also A6. Und jetzt wäre für Weiß wieder eine Möglichkeit und ein Moment gewesen, F4 zu spielen. Noch immer sehr gut. Aber hier spielt Weiß C4 und ich denke, dieser Zug ist schon fast zu langsam. Nicht wirklich was und Julia kann jetzt ganz einfach ihre Idee mit Dame G5 eben spielen. Ja, und hier dieser Bauer ist wirklich unangenehm zu decken. Weiß hat Läufer auf F1 gespielt, aber der ist wirklich nicht der Beste. Man sollte hier König auf F1 spielen. Dieses Motiv, den Bauern auf G2 mit König F1 zu decken, gibt es auch in der französischen Verteidigung. Es ist hier kein großer Luxus, wenn man mit Weiß so spielen muss, aber bitte, Läufer auf F1 kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Nein, das ist schon irgendwie ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist. Und die Julia spielt auch aktiv weiter mit Läufer G4, ganz logisch, und greift die Dame auf D1 an. Ja, jetzt hat man, glaube ich, drei Möglichkeiten, das abzuwehren, dass die Dame hängt. Man kann F3 spielen, Läufer E2 oder Dame C2, aber nur ein Zug dabei ist eigentlich wirklich spielbar, Niki, nämlich. Ja, vielleicht überlegt ganz kurz und stoppt das Video, wenn ihr selbst überlegen wollt. Ich werde es sagen, und zwar, ich denke, Dame C2 ist der einzig spielbare Zug. F3 werden wir dann gleich in der Partie sehen und schauen wir uns noch kurz an, wieso Läufer E2 nicht so gut ist. Da kann man Läufer mal E2 spielen und oder vielleicht auch sofort. Die Idee ist dann Springer D3 Schach und der Läufer auf B2 hängt. Genau. So, und F3 war Partie. Ja, und jetzt würdest du sagen, den Kindern soll man doch nie sagen, dass der F-Bauer zieht, oder? Und gerade vorher haben wir gesagt, F4 wäre der stärkste Zug gewesen. Das ist doch wirklich sehr verwirrend mit diesen Regeln. Ja, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen halt auch die Regeln. Stimmt. Das davor war eine Ausnahme, aber hier sollte man den F3-Bauern wirklich nicht ziehen, weil die Dame auf G5 steht gefährlich, der Springer steht aktiv, der Läufer auf G4. Und ja, es passiert doch jetzt gleich etwas Schreckliches für die Gegnerin. Und zwar, Julia hat das natürlich auch gesehen und gespielt. Es kam eh mal F3. Jetzt geht's. Ja, Springer mal F3. Jetzt kommt Springer mal. Irgendwann muss mit dem Bauern genommen werden. Und jetzt ist der Moment, wo Dame H4 Schach kommt. Die sogenannte Idiotendiagonale hat sich geöffnet. Es muss König E2 kommen. Und jetzt kommt die entscheidende Taktik. Könnt ihr mal kurz anhalten und überlegen, was es wäre. Schwarz spielt Läufer mal F3. Ja, dann Er muss ich mit dem König nehmen. nimmt Schach, ein Muss nehmen und jetzt kommt der nächste Spiel mit Dame H5 und die Dame auf D1 ist umgedreht. Die Partie war dann auch quasi schon vorbei. Die restlichen Züge hätte sich Weiß sparen können. Schöner Auftaktsieg von Julia in diesem Ja. ersten Tag. Ja, dann hast du uns eine nette Partie von der Annika mitgebracht, die leider nicht erfolgreich war. Aber sehr interessant, drehen wir die Partie, denn Annika hatte Weiß und gehen, glaube ich, Niki gleich in diese Stellung nach Dame auf C7 mit dem Wunsch, Damen zu tauschen, hinein. Gehen gleich in die entscheidende Position und man sieht, Weiß steht wirklich sehr, sehr gut, hat einen tollen Angriff, die Figuren schon alle zum König. Und hier gibt es schon ein super taktisches Motiv, was die Annika natürlich gesehen hat.
Annika ist sehr, sehr stark taktisch und spielt hier Läufer mal H7. Ja, tauscht natürlich nicht sofort die Damen. Und es wurde König F8 gespielt. Aber die Idee ist, wenn König mal H7 kommt, dann Dame mal F7. Und es droht Turm H3 und das ist eigentlich nicht mehr zu verhindern. Wirklich sehr schöner Trick, finde ich. Ja, aber es kam König F8. Und hier hat die Annika Dame getauscht mit Dame mal C7. Und danach steht Weiß auch noch etwas besser, hat auf jeden Fall ein angenehmes Spiel. Aber ein bisschen besser wäre hier, denke ich, gewesen, Dame G5 zu spielen oder halt einfach die Dame am Brett zu lassen. Und die Stellung ist noch immer super für Weiß, hat noch immer einige Angriffschancen. Und ja, aber bei der kurzen Zeit ist es auch verständlich, wenn man so viele Entscheidungen treffen muss und die werden, das ist auch mal, ja, hier wäre die Stellung wirklich auch schon sehr gut gewesen. Ja, aber ihr müsst bedenken, es ist eben Schnellschach, ja. Man muss die Entscheidungen dementsprechend schnell treffen und nicht immer wird die optimale getroffen. Ja, sehr interessant sind, denke ich, die nächsten zwei Partien, die wir zeigen werden. Die erste schauen wir uns doch gleich wieder aus schwarzer Sicht an. Es war der Sieg von Chiara in Runde 1 gegen Israel. Wir hatten hier die italienische Eröffnung und Weiß spielt Läufer B3. Der meistgespielteste Aufbau ist früher oder später mit Bauer A6, aber Chiara spielt hier eine sehr moderne Variante mit Bauer auf A5. Es folgt A4 und hier kommt bereits eine Neuerung in dieser konkreten Stellung. H6 wurde öfter gespielt, aber Läufer auf E6 von Chiara ist auch durchaus interessant. Weiß antwortete mit Springer BD2. Worauf wir vielleicht kurz, Niki, eingehen sollten, ist, wie schaut denn diese Struktur nach Läufer mal E6, Bauer mal E6 aus? Also wirklich super für Schwarz, würde ich sagen. Dieser Doppelbau im Zentrum ist wirklich sehr gut und er kontrolliert wirklich viele Felder, also F5, F4, D5 und D4. Und ebenfalls öffnet sich die F-Linie oder es eine halb offene F-Linie entsteht, wo eventuell Schwarz mal angeschossen hat. Und diese Stellung würde man immer mit Schwarz spielen. Deswegen hat auch Weiß nämlich an nicht auf E6 genommen. Noch nicht. Genau. So, Chiara hat jetzt rochiert. Ein anderer typischer Zug wäre durchaus Bauer auf Dora 5 gewesen. Es ist immer schwierig zu beurteilen, wann Bauer D5 ein guter Vorstoß ist und wann er nicht besonders gut ist. Ein Indiz ist, wie es um den Bauern E5 ausschaut. Aber der wäre hier stabil genug gewesen, aber Rochade ist auf jeden Fall ein guter Zug. Weiß antwortet mit H3 und Chiara zeigt hier ein sehr typisches Manöver, nämlich Springer auf H5. Der Springer strebt auf dieses wunderbare Feld F4. Und auch Weiß gruppiert sich um, wobei ihr euch die weiße Umgruppierung bitte merkt. Sie wird auch in der nächsten Partie eine gewisse Rolle spielen. Weiß spielt Springer auf F1 und der Springer strebt entweder nach G3, hier nicht in dieser konkreten Stellung, oder nach E3, vor allem nach Läufer auf E3 mit eventuellem Abtausch. Dame F6, Schwarz forciert seine Figuren am Königsflügel, Läufer E3, Springer auf F4 und diesen wunderbaren Springer wollte Weiß nicht stehen lassen und tauscht ab. Dame mal F4 und jetzt nimmt Weiß auf E6 und Schwarz steht hier wirklich wunderbar. Ich denke, der Grund für den Abtausch auf E6 war, dass Weiß jetzt Dame auf B3 gespielt hat mit einem Doppelangriff auf B7 und E6. Aber Niki, Schwarz kann beide Drohungen locker abwehren, nämlich mit? Ja, mit dem Rückzug Springer D8. Genau, schon ein bisschen passiv aus, aber. Aber er ist stabil und deswegen auch ein guter Zug dadurch. Ja, und Weiß hat jetzt. Springer steht ewig auf. Bitte? Springer steht ja auch nicht ewig auf D8, also ist es nur temporär sozusagen. Genau. Apropos temporär, Weiß wollte jetzt seinen Springer von F1 wieder rausbringen und möchte auch rochieren. Aber Springer BD2 hat durchaus seine Schattenseiten und Chiara hätte hier die Partie bereits taktisch entscheiden können. Denkt kurz nach und die Niki wird dann für uns lösen. Ja, das schöne taktische Motiv ist Läufer mal F2.
Und ja, wenn der König nimmt, die Idee war, dass jetzt Dame mal D2 geht. Und der D2 Springer war sozusagen ungedeckt, weil der Springer auf F3 gefesselt ist. Und so hätte Schwarz einen Bauern gewonnen und der König auf F2 steht natürlich auch nicht ideal und da wäre die Stellung schon quasi verloren gewesen für Weiß. Das hat Chiara nicht gespielt. Sie hat solide mit König H8 weitergespielt, was logisch ist natürlich. Und es ist auch, finde ich, etwas tricky zu sehen, aber ein schönes taktisches Motiv trotzdem. Ja, und Chiara hat dann ihre Gegnerin nachher langsam aber sicher auch überspielt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen jetzt zur vielleicht qualitativ besten Frauenpartie bei unseren Wettkämpfen gehen. Zumindest zu der Partie, die uns beiden am besten gefallen hat. Und ich drehe hier das Brett. Das war die Auftaktpartie von Julia gegen das israelische Team, denke ich. Und wir hatten hier Sizilianisch mit zweitens Springer auf C3. Nach Springer C6, Springer auf F3 hat Weiß die Möglichkeit, sich offen gehalten, Bauer auf D4 zu spielen und in den offenen Sizilianer überzugehen. Hat dabei aber die eine oder andere Variante, wie zum Beispiel Sveshnikov, ausgeschaltet. Allerdings, Schwarz kann den offenen Sizilianer jetzt auch recht gut verhindern, wenn er das möchte, mit Bauer auf E5. Entzug, den Carlsen sehr gerne spielt. Ja, und Niki nach E5 ist eigentlich das Charakteristika der Stellung durchaus vorgegeben, nämlich. Ja, das Feld D5 wurde geschwächt eben. Und das wird jetzt Weiß versuchen auszunutzen mit all seinen Figuren. Und Schwarz wird auch dagegen drücken. Und ja, also es dreht sich um das Feld D5. Genau, Läufer C4. Kontrolliert D5, schaut eventuell auch F7, Bauer D6, Bauer D3 und Läufer E7. Und die Partien, die sich in diesem Stellungstyp entwickelt, sind wesentlich positioneller orientiert als im offenen Sizilianer. Und Julia spielt hier ein sehr feines Manöver. Die Niki hat schon gesagt, alles dreht sich um das Feld D5. Und dorthin strebt jetzt auch der Springer von F3. Ja, aber wie kann er denn das machen, Niki? Ja, du hast uns in der vorigen Partie schon einen kleinen Tipp gegeben, dass wir uns dieses Motiv gut merken sollen. Hier muss der Springer aber nochmal nach D2 zurück, um dann über F1 nach E3 und schließlich nach D5 zu gelangen. Genau, und das hat Julia auch gespielt. Es ist ein Standardmanöver in dieser Variante. Achtung, für alle, die gerne taktisch spielen. Springer auf G5 sieht vielleicht verlockend aus, aber diese Taktik funktioniert nicht. Denn nach Läufer mal G5, Dame H5, das ist die Idee dieses Figurenopfers, kann Schwarz einfach Läufer auf E7 spielen und Dame mal F7 ist keinesfalls vernichtend. Der König geht nach Dora 7 und steht dort sicher genug. Und nach Dame mal G7 kommt einfach Springer auf F6 und Schwarz steht deutlich besser. Also Hände weg von dieser Taktik, man muss hier positionell spielen, so wie die Julia es vorgezeigt hat. Es geht mit Springer F6 weiter, Springer F1 und jetzt Läufer auf G4. Den Zug werde ich gleich erklären. Ich gehe nur noch einen Schritt zurück. Springer Dora 7 ist ja auch interessant. Eigentlich sieht dieser Zug komplett unlogisch aus, aber Carlsen hat ihn gespielt in einer sehr wichtigen Partie gegen Peter Swidler, in einer sehr klassischen Partie 2019. Die Idee ist, mit dem Springer nach B6 zu gehen, den Läufer anzugreifen und von dort aus das Feld D5 zu kontrollieren. Und gleichzeitig wird die Diagonale für den Läufer für Läufer auf G5 geöffnet. Eine seltene, aber durchaus beachtenswerte Idee. Läufer G4 ist der Hauptzug. Läufer G4 provoziert Bauer auf F3, denn Dame D2 wird auch manchmal gespielt, aber dann hat der Läufer hier keine gute Aussicht. F3 sollte gespielt werden und jetzt geht der Läufer zurück. Wie die Niki gesagt hat, alle Figuren konzentrieren sich auf den Punkt D5. Und hier kommt auch gleich der Springer von F1. Schwarz spielt Springer auf D4, ein eher seltener Zug, meistens wird rochiert. Aber ja, Springer steht auf D4 zumindest optisch auch gut. Und Das ist auch ein verlockendes ja, Motiv, aber Schwarz, was ist würde ich denn sagen. der Unterschied, Niki, zwischen dem Springer auf D4 im Zentrum und dem weißen Springer auf D5? Ja, es gibt einen entscheidenden Unterschied, und zwar, dass der Springer auf D4 mit C3 eventuell vertrieben werden kann.
Und das Feld D5 eben nicht mehr von einem Bauern angegriffen werden kann. Deswegen ist das Feld D5 auch schwächer dadurch. Und wir werden das auch nachher sehen in der Partie, wie Julia mit C2, C3 den Springer von D4 wegkickt. So, beide ruschieren. Und es kam hier Springer C, D5, ein natürlicher Zug in dem Wunsch, das Feld D5 auszunützen. Aber es ist etwas zu früh. Weiß sollte an dieser Stelle am besten Bauer auf A4 spielen, Raum gewinnen und vor allem auch dieses Motiv mit B7, B5 rausnehmen, das in einigen Abspielen mit dem Springer auf D4, der B5 deckt, eine Rolle spielen kann. Wenn Schwarz mit A6 dieses Motiv erneuert, dann könnte Weiß eventuell A5 spielen. Spielt Schwarz hingegen Springer auf H5 mit der Idee Springer F4 vielleicht, wie wir es in Chiaras Partie gesehen haben, das wäre dann ein guter Zeitpunkt, um Springer auf Dora 5 zu spielen. Aber sofort Springer D5 und Schwarz hat hier zwei gute Möglichkeiten. B5 wäre die eine gewesen. Die andere zeigte die Gegnerin, sie tauschte. Und keine Art des Zurückschlagens ist hier besonders überzeugend im Sinne von Vorteil. Am schwächsten ist wahrscheinlich Bauer mal, Springer mal D5 könnte Schwarz mit B5 beantworten. Julia nahm mit dem Läufer und die Gegnerin spielte Dame Dora 7. Aber Dame D7 ist, glaube ich, nicht der optimale Zug. Niki, wenn du dir die schwarzen Figuren anschaust, mit welcher Figur wärst du denn am wenigsten zufrieden? Ja, mit dem Läufer auf E7 natürlich, mit dem Schwarzfeldring, weil die ganzen Bauern auf Schwarz im Zentrum fixiert sind und den wäre es wirklich schön abzutauschen und hier könnte man Läufer G5 spielen. Und wahrscheinlich wird der Läufer dann gegen den anderen Läufer auf C1 getauscht und ja, das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung der schwarzen Stellung. Genau, denn das ist definitiv kein besonders starker Läufer. Und Läufer G5 ein sehr typischer Zug, auch für Sveshnikow-Strukturen. So, nach Dame D7 wurde jetzt mit C3 der Springer von D4 weggekickt und mit Bauer A4 Raum gewonnen. Dann kam Läufer auf G5 und die Partie entwickelte sich weiter, aber Julia überspielte ihre sehr starke Gegnerin deutlich. Und wir landeten schließlich nach Zug 28 in dieser Position. Ja, Dame H5, Turm H4. Gefährlich für Weiß, Niki, oder eher nicht? Ich denke, es sieht nur gefährlich aus, weil Weiß hat sich hier wirklich super aufgestellt. Der Springer auf G4 deckt alles. Und der Turm auf H4 ist eher verloren als stark. Und hier, glaube ich, hätte die Julia das auch ausnutzen können und sozusagen nicht ganz am anderen Flügel, aber im Zentrum spielen können mit D4. Ja, D4 wäre richtig stark gewesen. Julia hat hier angefangen, ein bisschen passiv zu agieren und den Faden verloren und dann ging die Partie den Bach runter. Aber bis hier wirklich hervorragend gespielt und nach Bauer D4 bin ich überzeugt, Julia wäre dem Sieg sehr nahe gekommen oder hätte vielleicht auch gewonnen. Eine mögliche Fortsetzung wäre gewesen, auf D4 zu nehmen und Springer G6 zu spielen, denn die Dame schaut auf den Bauern D6 und das wäre natürlich fürchterlich würde die Dame dorthin kommen, also Springer G6. Aber Weiß könnte jetzt tauschen und sagen wir, Bauer nimmt, dann Turm Dora 1. Und wenn wir uns jetzt den Unterschied in der Qualität der Figuren anschauen, die weißen Türme fantastisch, sind bereit einzudringen, während sowohl der schwarze Turm als auch die schwarze Dame komplett im Abseits stehen und Weiß steht hier riesig. Chance leider verpasst, aber kommt in einer Schnellschachpartie vor. Trotzdem eine ausgezeichnete und sehr interessante Partie. Und ich glaube, Niki, du hast ja auch hier live zugeschaut, oder? Ja, es war wahnsinnig spannend, das live zu sehen und die Spielerinnen hatten sehr, sehr lange Zeit, nur noch eine Minute oder ein paar Sekunden auf der Uhr und dafür war die Partie qualitativ wirklich hochwertig. Und es war sehr spannend, ja. Ja, dann schauen wir uns doch gleich einmal die Tabelle an. Ja, auffallend Ja. Slowakei mit 100% auf Platz 1, ein bisschen überraschend, oder? Hat alle drei Matches gewonnen. Und was mir aufgefallen ist, auch sehr interessant, dass Slowakei, so wie wir, unser Team das Team in den ersten drei Runden gar nicht gewechselt hat, also mit 6 Spielern durchgespielt hat. Und ein paar andere Teams haben das anders gemacht und wirklich all ihre 12 Spieler zum Einsatz kommen lassen in diesen 3 Runden. Ja, ich weiß nicht, was die bessere Methode ist, aber war auf jeden Fall auffallend und sehr, sehr stark von der Slowakei.
Und ja, sie haben sich den ersten Platz, denke ich, verdient. Aber es sind noch viele starke Teams dahinter mit 5 Punkten. Unter anderem auch Lettland, gegen das wir gespielt haben. Und Griechenland, das sehr, sehr stark gegen Israel 5:1 gewonnen hat. Das war auch, fand ich, also ist ins Auge gefallen, auf jeden Eine Fall. große Überraschung, ja. Schon, Auf oder? jeden Fall in dieser Höhe. Ja. Und ja. Ja, morgen geht es dann unter anderem gegen Rumänien, die auf Platz 2 liegen. Aber ich denke, morgen sind auch zwei schlagbare Gegner dabei, Niki. Ja, und zwar Singapur, welches das Team, was noch aus der dritten Division kam, aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Und IPCA steht für International Physically Disabled Chess Association. Ich glaube, so habe ich es richtig. Nochmal zur Erinnerung, eben, das ist ein internationales Team mit Handicap, das eben unter der FIDE-Flagge spielt. Und ich glaube, die waren auch Aufsteiger von der dritten Division. Aber ja, Genau. auf jeden Fall schlagbar für uns. Aber wird auf jeden Fall auch eine knappe Sache, denn ich sehe, Singapur hat ja auch gegen die Nummer 1, 2 und 3, also gegen lauter starke Teams gespielt und nur zweieinhalb gegen die Slowakei verloren. Also das wird morgen auch ein richtig harter Tag und du wirst morgen einsteigen, denke ich, ins Turnier, oder? Genau, so viel dürfen wir schon verraten. Und ich freue mich, das Ganze jetzt auch aus der Spielerperspektive mitzuerleben. Und ja, hoffe, dass wir morgen dann als Team zuschlagen werden. Ja, dann drücke ich dir und dem ganzen Team fest die Daumen. Wir werden morgen in der Früh, ich werde morgen in der Früh mit Rainer Buhmann noch eine Aufnahme zu dem Turnier aus Sicht der Männer machen, während du dich zumindest mal mental auf das Turnier vorbereitest. Und dann hoffen wir, dass du uns ein paar gute Partien morgen dann auch aus der Live-Sicht der Spielerin mitbringst. Ja, das hoffe ich auch. Und dann wünschen wir euch noch alle einen schönen Abend. Einen schönen Abend, liebe Grüße aus Wien und ciao.